Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Do-It-Yourself Inspiration Kids Club. Ich bin's Patricia und ich zeige euch heute, wie ich Stella dieses Outfit hier kreiere. Und zwar geht sie schick ins Theater und wie das Ganze funktioniert, das seht ihr jetzt. Für Stellas Theater-Outfit habe ich hier zwei Silk Clay-Sorten. Einmal so ein dunkleres Blau und einmal ein schönes Hellblau. Und daraus werde ich ihr jetzt ein Kleid zaubern oder einen Oberteil und einen Rock, da bin ich mir noch nicht so sicher. Mal schauen. Und genau, dann geht's jetzt auch los. Sie hat auf jeden Fall schon die passenden Schuhe dazu an, muss man sagen. Also weiße Schuhe und hohe Schuhe passen ja auch perfekt zum Theaterausflug. Und ich glaube, ich fange mit dem Oberteil an. Und dafür nehme ich mir jetzt mal von diesem hellblauen Silk Clay was. Man braucht ja meistens gar nicht so viel, deswegen mal schauen. Da werde ich immer so einen Bandeau-Top hier kneten. Das kann aber auf jeden Fall noch länger sein. So, und jetzt werde ich noch versuchen, so Ärmelchen daran zu machen, die aber nur so ein bisschen über die Schulter gehen. So, und jetzt versuche ich mich schon mal an den Rock. So, für das Oberteil habe ich jetzt noch so eine Kante, aber ich glaube, das muss ich noch dünner machen. Jetzt möchte ich Stella auf ihr Oberteil noch so einen Stern machen. Gucken, ob das funktioniert. Das hält schon mal. Es ist ja immer alles sehr dünn. So, das hier ist jetzt Stellas Theater-Outfit. Ich zeige es mal ein bisschen näher. Und zwar hat sie hier sowas, kein Druck, sondern das ist ja auch so ein 3D-Effekt, wie so eine Brosche ist das vielmehr, die da an einem Oberteil festgemacht ist. Und das ist eigentlich, sieht es aus wie ein Kleid, das ist aber ein Oberteil und ein Rock. Hier hat man auch nochmal so eine Wellenkante, fand ich auch ganz süß. Und hinten hat man auch einen netten Schlitz, aber natürlich nicht so weit oben. Also sehr, sehr hübsch. Und dann auch passend hier diese, ja, so ein bisschen wie im Off-Shoulder-Look hat sie hier dann noch diese Träger noch dran. Und ich finde es wirklich sehr, sehr schön. Und jetzt interessiert mich natürlich eure Meinung. Wie findet ihr denn Stellas Theater-Outfit? Findet ihr das Kleid schön oder hättet ihr vielleicht noch irgendwas anders gemacht als ich jetzt? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und es würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lassen würdet. Und damit ihr auch in Zukunft kein Video mehr verpasst, abonniert doch den Kanal. Bis bald!